Gaudi TV Zuschauer, ich bin heute mit Wiesn Gaudi auf der Party Wiesn Gaudi. Das finden wir schon mal lustig und deswegen sind wir hier. Neben mir sitzt der Veranstalter, das ist der Gregor Leutge und der erzählt uns jetzt mal ein bisschen was zu seiner Veranstaltung hoffentlich. Hallo Herr Leutge. Hallihallo. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Wiesn Gaudi und Wiesn Gaudi gehören ja zusammen. Wiesn Gaudi TV und Wiesn Gaudi ist eins. Hat der liebe Gott quasi zusammengefügt, das darf man nicht trennen. So schaut's aus. Ja, wir machen das jetzt zum 6. Jahr und feiern hier mit Freunden, Geschäftspartnern und Prominenzen, Marco Schenkenberg, Angela Schäfer, den Meise-Zwillingen, Olli Junke ist da aus Berlin, die Brandenburg sind da aus Berlin. Also eine bunte Mischung eigentlich von interessanten Gästen und das zelebrieren wir jedes Oktoberfest. Wieso denn Oktoberfest ausgerechnet? Bist du ein Münchner Kind oder wie kommst du denn auf die Idee, so eine große, grandiose Oktoberfestgeschichte zu machen jedes Jahr? Naja, ich mache ja sehr viele Veranstaltungen und bin immer sehr findig in Ideen, wie ich Menschen zusammenbringen kann. Und das Oktoberfest ist natürlich das größte Volksfest der Welt und da schickt es sich eigentlich an, auch hier etwas zu machen, was den Menschen in Erinnerung bleibt. Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Oktoberfestbesuch? Weißt du das noch? Also ich kann mich tatsächlich an meinen ersten Wiesnbesuch gar nicht so genau erinnern. Ich weiß nur, dass er im Käferzelt war und ich weiß auch, dass es ein schlimmer Abend war. Und deshalb kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Ich wollte gerade sagen, eigentlich gehört sich so. Aber daraus schließe ich, du warst dann wahrscheinlich auch schon über 18, als du das erste Mal da warst. Ja doch, das war auf jeden Fall. Ich bin ja Österreicher, komme ja aus Tirol. Und deshalb bin ich natürlich nicht ganz mit dem Oktoberfest aufgewachsen. Ich mache das erst seit 15, 16 Jahren. Was macht für dich einen Wiesnbesuch unvergesslich? Was braucht es bei dir da? Es braucht auf jeden Fall eine gute eingeschenkte Mass. Es braucht einen Obersten und es braucht ein Händel. Oder ein Enten. Und dann ist alles gut. Und das in derselben Reihenfolge. Richtig. Was wünschen wir unseren Wiesn-Gaudi TV-Zuschauern noch? Eine friedliche Wiesn. Und dass alles gut wird auf der Welt. Dass endlich Frieden werde. Sehr schön. Viel Spaß.